So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf meinem Kanal. Und heute befassen wir uns mal mit dem Film Die Zwölf Geschworenen, nämlich ein Film aus dem Jahre 1957. Das heißt, er ist nicht vor kurzem in den Kinos erschienen. Nein, der Film ist schon deutlich länger draußen. Ich habe ihn mir jetzt mal auf Blu-ray gekauft. Warum? A, ich fand das Thema sehr interessant, beziehungsweise die Story. Und der Film ist auf Platz Nummer 5 der Top 250 Filme auf IMDb. Deshalb war das so ein kleiner Kaufgrund für mich, sich den Film auf jeden Fall mal anzusehen. Worum geht es in Die Zwölf Geschworenen? Es geht halt, wie der Film auch schon sagt, um 12 Geschworene, die ein Urteil fällen sollten über einen Fall, der so glasklar klingt, dass es eigentlich unnötig wäre, noch groß darüber zu diskutieren, als sie dann abstimmen möchten, um das Urteil rechtskräftig zu machen, stimmen 11 Personen für Ja und nur einer ist dagegen, nämlich der Geschworene Nummer 8, gespielt von Henry Fonda, der jetzt nicht, will ich sagen, nicht behauptet, dass er unschuldig ist. Nein, er möchte eher anhand der Beweise beweisen, dass er nicht schuldig ist. Also er glaubt nicht direkt, sage ich jetzt mal, er sagt jetzt nicht direkt, er ist unschuldig. Nein, er sagt, aufgrund der Tatsachen sieht er, dass dieser Mann den Mord nicht begangen haben könnte, müsste, habe, wollen, wette. Und das ist sehr interessant auf jeden Fall gemacht. So an sich, die Handlung klingt jetzt erstmal nicht riesengroß ausgearbeitet, aber sie ist trotzdem wirklich eines der aktuellsten Themen, weil so Gerichtsprozesse haben wir immer noch, Geschworene gibt es auch immer noch. Das kann ja mittlerweile, oder das ist ja schon immer so gewesen, dass das jeder freiwillig machen kann. Und hier ist es so gemacht worden, dass wir 12 unterschiedliche Personen haben, ja. Von Geschworener Nummer 1 bis Geschworener Nummer 12 hat jeder so ein bisschen seine Geschichte, sage ich jetzt mal. Und jeder hat so eine bisschen andere Charakterdarstellung, ja. Henry Fonda ist eher der so, als Geschworener Nummer 8, der so ein bisschen entspannt bleibt, der ruhig bleibt, der aber immer genau die Zielsetzung, die er vorgibt, immer versucht, geradeaus anzupassen, sage ich jetzt mal, dass er sozusagen, er behält die Struktur da, er behält einen kühlen Kopf, er versucht immer die Fakten klar auf den Tisch zu legen und das ist wirklich so richtig gut gespielt. Hat mich ein bisschen geärgert, dass es dafür leider keine Oscar-Nominierung gab. Der Film wurde unter anderem dreimal für den Oscar nominiert als bester Film, beste Regie und, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, bestes adaptiertes Drehbuch. Wenn ich mich da jetzt so ein bisschen falsch gelegen habe, dann tut mir das leid, aber ich glaube, es war das beste adaptierte Drehbuch. Und sonst an sich hat jeder Charakter halt so ein bisschen unterschiedliche Darstellungen. Das heißt, wir haben halt die, die am Anfang ganz klar für den Mord sind. Und dann, sobald Henry Fonda dann beginnt, damit so ein bisschen das anzuzweifeln, was der Richter, beziehungsweise was der Verteidiger nicht geschafft hat, den Geschworenen nochmal zu vermitteln. Das heißt also, wie beispielsweise, dass es nicht sein kann, dass beispielsweise jetzt eine Frau den Mord gesehen haben könnte. Und das versucht er halt immer sozusagen mit Fakten wiederzulegen. Und immer wieder kommt es halt dann dazu, dass einer der Geschworenen immer wieder abspringt nach und nach, sozusagen. Das heißt, immer von den am Anfang 11 zu 1 Stimmen kommen wir dann irgendwann mal sogar zu dem Punkt, wo wir in der Mitte sind, nämlich 6 zu 6. Und das ist wirklich richtig gut gemacht. Interessante Dialoge, die super ausgearbeitet sind, die ich wirklich richtig gut fand. Ich meine, der Film ist aus dem Jahre 1957, ist trotzdem super ring gewonnen, hat am Anfang auch so eine, ja, ich sag mal, 5- bis 10-minütige Einstellung, in der wir keinen einzigen Cut haben, die auch super umgesetzt ist. Auch dafür, dass der Film in Schwarz-Weiß ist, das stört einem hier überhaupt nicht. Man könnte eigentlich auch die ganze Zeit so ein bisschen den Film nur mit Ton laufen lassen. Das würde schon eigentlich vollkommen ausreichen. Man hat einige Szenen, da sollte man schon mal hingucken, aber sonst an sich kann man dem auch einfach nur lauschen. Das reicht schon vollkommen aus. Das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Länge mit, glaube ich, grob 100 Minuten, sage ich jetzt mal, die ist vollkommen in Ordnung, die passt perfekt an, der Film ist nicht zu kurz. Er hätte hier meines Erachtens vielleicht noch ein paar Minuten länger gehen können, weil er wirklich richtig gut war. Nein, aber er hat eine perfekte Länge und das fand ich wirklich, wirklich richtig gut, muss ich sagen. Und damit bis
bin ich schon durch mit meiner Kritik zu Die Zwölf Geschworenen. Ich möchte nicht viel zu dem Film sagen, weil ich denke, ihr sollt euch da mal selber eine Meinung drüber bilden. Es ist wirklich ein richtig guter Film, den man sich mal ansehen kann. Kann ich nur empfehlen, auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Reicht auch auf DVD natürlich, denn der Film macht auch so viel Spaß. Und am Ende gibt es für den Film Die Zwölf Geschworenen 9 von 10 möglichen Punkten. Warum nicht 10 von 10? Minimales hat mir auf jeden Fall hier gefehlt, wo ich sage, ja, das war eine 10 von 10, das könnte einer meiner absoluten Lieblingsfilme sein. Aber trotzdem war es ein guter Film auf jeden Fall. Also am Ende, das Ende fand ich ein bisschen bei Die Zwölf Geschworenen ein bisschen zu schwach, muss ich sagen. Da hätte ich vielleicht mir doch mal ein bisschen was Cooles gewünscht. War leider nicht so, aber trotzdem ein super Film, 9 von 10 möglichen Punkten. Ich bin raus, haut rein und ciao.